So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, seid ihr auf dem Kanal zu einem neuen Video von mir. Und Leute, hört ihr es? Ist es nicht geil? Mein neues Mikro ist endlich da, wie auch im letzten Video schon angekündigt. Ich hoffe jetzt, dieses elende Rauschen, was jetzt bei einigen von den Videos enthalten war, ist jetzt halt raus, ja? Und ich sage euch, Leute, dieses Ding, ne, das ist so sensibel. Wenn ich jetzt auf meine Tastatur schreiben würde, das Mausklicken habt ihr wahrscheinlich auch gerade schon gehört, ja? Hört ihr alles. Und jetzt kann ich endlich auch mal Live-Commentaries machen und auch dieses Let's Play ordentlich aufnehmen, weil, wer jetzt das letzte Video vielleicht nicht gesehen hat, ich habe auch, möchte den Tomb Raider Let's Play jetzt nochmal neu anfangen. Und, weil bei dem alten Let's Play ist halt gerade von der Audioqualität die Folge scheiße geworden. So. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema der heutigen Episode von seiner Sprechstunde sein, sondern es geht heute um Pushing auf YouTube, also sprich Kanal-Pushing. Und zwar, ich denke mal, das kennt jeder, man stöbert so ein bisschen ganz gediegen auf YouTube rum und denkt sich dann so, ja, guck mal, was haben denn die Leute so alles in die Kommentare geschrieben, und guckt dann in die Kommentare und dann steht da erstmal, ja, guckt auf meinem Kanal vorbei, ja. Also ich meine, es gibt auch teilweise solche Sachen, die sind ironisch gemeint oder halt als Running Gag, so von wegen, ja, guckt mal bei mir vorbei, meine Videos sind viel besser als die von dem Typen hier, den ihr gerade guckt mit 1 Million, ja, und... Ja, aber halt teilhaft ist das wirklich ernst gemeinte Werbung oder auch irgendwie sowas von wegen, wen es nicht interessiert, bitte weiterlesen und alles, dann liest man natürlich erst recht weiter, ja. Und es nervt einfach so krass, wenn irgendwelche No-Hands ihre Dingens, ihre Werbung einfach nur unten in die Kommentare reinspammen, ja. Und das ist, ja, mag ich also gar nicht, es wird dann auch immer, also wenn es wirklich sowas richtig, wo man, wo es klar ist, dass es keine Ironie ist und das so richtig frech eigentlich schon ist, ja, dann tue ich den Kommentar auch einfach melden, damit der gelöscht wird und keine anderen Leute mehr nerven kann, eventuell, ja. So. Das ist aber nur eine Möglichkeit. So, und jetzt, bevor ich es vergesse, im Hintergrund seht ihr ein Betafield 4 Gameplay. Ich weiß, das neue DLC ist jetzt erschienen, aber ich habe irgendwie gar keine Motivation mehr, dieses Spiel zu spielen. Ja, es ist einfach... Es ist einfach Mainstream geworden, kann man ja schon fast sagen. Und ich spiele jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr COD. Mal gucken, ob ich da jetzt vielleicht noch was bringe. Jetzt werden wahrscheinlich sowieso über die Weihnachtsferien über euch die Kommentare um die Ohren fliegen. Ha, genau. Sunny 2014. Ne, die Videos so um die Ohren fliegen. Aber ich denke mal, das wird eher auf dem Let's Play Channel sein. Ja, ich weiß, ich mache Schleichwerbung. Lasst mich. So, halt Hintergrund Betafield 4 Gameplay. Das ist jetzt... Erschien kurz nach, lass mich nicht lügen, das dürfte das kleine Kindervideo gewesen sein, ich weiß jetzt nicht, welche Edition von seiner Sprechstunde das war, mit, ja, mit dem Attack-Helikopter, so, und hier, pass mal auf, wie viele Leichen da rumliegen, ja, und der eine hat halt noch gelebt, so, gut, dann jetzt weiter mit dem Thema, also, das ist halt eine Möglichkeit, seinen Kanal zu pushen, ja, so, werde ich nicht machen, ich mache dieses Video einfach nur, um zu sagen, was halt einfach die ätzenden Sachen und halt vor allem die Nachteile daran sind, wenn man sowas macht, ja. Vor allem, wenn man halt Kanalwerbung macht, dann passiert so einfach mal, dass die Leute den Kanal dann aufrufen, einfach nur um ein Dislike zu geben, ja. Da bin ich nicht der Erste, der das sagt, also wundert euch nicht, wo ich das her habe. Und zwar, ja, und wenn man sich dann unbedingt so seine Klicks ergeilen möchte, aber 20 Dislikes auf dem Video hat mit, was weiß ich, 10 Abonnenten, dann ist das ja auch irgendwie scheiße, ja. Also Leute, lasst es. Wenn ihr euch wirklich, wenn ihr wirklich Abonnenten haben wollt, auch wenn ihr Fame-geil seid, dann lasst einfach die Abonnenten zu euch kommen, weil dann gucken sie euch auch gerne. Und ist halt nicht irgend so ein anderer Bullshit, wie wenn halt ihr in den Kommentaren spammt. So, Kanalwerbung war das eine. Dann das andere ist halt, wenn man sozusagen sich pushen lässt, ja. Warte mal, das dauert ein bisschen länger, machen wir erstmal das andere. Das nächste wäre natürlich, sich Abos und Klicks zu botten, ja. Das ist dann, da bin ich nämlich jetzt auch mal bei so, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Recherche jetzt für das Video hier auf YouTube auf so einen Tipp gestoßen. Er hat halt einfach 20.000 Abonnenten, exakt 20.000 Abonnenten, hat ein Video, wie man sich Abos bottet. Bei dem Typ läuft, würde ich mal sagen, ja, oder er bei ihm bottet. Ah ja, also Mario, wenn du das jetzt siehst, kannst du dich mal jetzt gerade angesprochen fühlen, auch von wegen bei ihm bootet, weil sind wir in Liga einem Typen begegnet, der hat einfach irgendwie 88er Siegesserie gehabt, ja. Na, einfach nur bei ihm bootet. So.
Monster. Ich mache das jetzt einfach, denke ich mal, in Zukunft, dass ich einfach mal irgendwas dazwischen schmeiße. Das ist dann ein bisschen lässiger, auch wenn ich dann vom Thema abkomme. Ist ja scheißegal, ja. Und ja, dann wie gesagt, sich pushen lassen, beziehungsweise jemand anderen pushen, ja. Das ist ja auch schon mit einigen YouTubern passiert, die es halt, ich sag mal, so unwissentlich gemacht haben, ja. Und halt, die haben irgendwas gemacht mit einem anderen YouTuber, vielleicht Freund, Bekannter, sonst was, der hat halt fünfmal so viele Abonnenten wie der gehabt, ja. Und dann plötzlich hat man halt gesagt, ja, wenn ihr den korrekt findet und so, guckt mal bei dem vorbei, der macht auch ganz gute Videos. Und ist in den Kommentaren verlinkt, schon wieder was mit Kommentaren, was Schluss da bei mir heute läuft. In der Videobeschreibung ist das verlinkt, ja, guckt da mal vorbei, und plötzlich hat derjenige auch so viele Abonnenten, ja. Oder kriegt er sogar noch mehr, ja. So, das ist halt eine Art von sich halt pushen zu lassen durch einen anderen YouTuber. Aber das geht nicht nur mit dessen Einverständnis, sondern das geht auch, indem man sozusagen in ein Video, ja. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt, den guten Werten her, der bei COD immer so ausrastet. Hier habe ich übrigens so richtig geil gefailt, habt ihr ja gesehen, da habe ich irgendwie meinen Finger vom Controller abgerutscht und ich bin ins Wasser gefallen. Und jetzt jagen wir gleich erstmal bestimmt so 2 Minuten lang so einen Typen, der da im Wasser schwimmt und der verreckt einfach nicht. Gebt euch das mal. So. Und man kann das auch einfach nur mit dem Namen von diesemjenigen YouTuber sich halt machen, ja. Indem man den einfach in die Tags knallt. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch jetzt auskennt hier mit Hochladen auf YouTube. Man kann halt für seine Videos Tags festlegen. Das bedeutet Stichwörter, die entweder in der Videobeschreibung oder im Namen des Videos vorkommen, ja? Oder beziehungsweise allgemein Stichwörter, wenn nach denen gesucht wird, zum Beispiel jetzt nach diesem Namen von einem gewissen YouTuber, ja? Dann findet, also dann steht unter einem von diesen 100.000 Ergebnissen, wo die ersten wahrscheinlich wirklich welche von ihm sind, ja? Also Videos von ihm. Aber dann irgendwo ist auch euer Video dabei, ja? Und dann könnten Leute natürlich auch meinen, das wäre vielleicht ein Video von demjenigen, wenn man es richtig geschickt anstellt, wenn man irgendwie den Titel faked, wenn man halt so einen klassischen Titel hat, sage ich mal jetzt, ja, wo man, und dann man haut sich dann einfach in die Namen, in die Text den Namen von dem YouTuber und macht dann den Titel und dann denken die Leute vielleicht, das ist ein Video von dem. So, und so kann man sich halt richtig asozial Klicks ergeiern, ja, und das ist einfach echt so ein bisschen, ja, armselig, sag ich mal. So, das Gameplay dauert jetzt noch einen Moment, halt mit dem Heli habe ich ganz gut rasiert, finde ich. Und da das eigentlich alles ist jetzt, was ich dazu sagen möchte, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Also ich finde allgemein, dass Kanalwerbung unnötig ist, für mich kommt es sowieso nie in Frage, ja. Also gut, was jetzt mal kommen kann, ist, dass ich vielleicht einfach mal irgendeinen treffe, das könnte ich jetzt eigentlich auch als Ball, ja komm, ich sag's einfach mal. Bei mir unter die Videos ist jetzt so eine regelrechte Spamwelle hereingebrochen von irgendwelchen ganz, ganz kleinen YouTubern, die irgendwie teilhaft wirklich 500 Leute abonniert hatten und dann halt so gesagt haben, ja, hey, coole Videos, ich guck deine Videos, like die, abonniere dich, abonniere du mich bitte auch, ja, und das wurde von YouTube halt direkt schon als Spam markiert und alles, ja, und ich habe, glaube ich, ein paar habe ich zugelassen, ein paar habe ich gelöscht. Es kann natürlich dann wirklich mal sein, dass ich mal mit einem mache, aber ich werde, also so ein Video halt mache, aber das werde ich auf gar keinen Fall mit irgendeinem machen, der mir halt einfach nur die Kommentare zuspammt. Ja, jetzt schon, sage ich mal, die wollen halt alles, sind alles ganz kleine YouTuber, die ganz, ganz viele Abos wollen, damit sie irgendwann ihren Hype starten können, ja. So, der einzige Tod in dem Gameplay auch, von dem Franzosen, es war ein Franzose, das weiß ich bis heute noch, ja. Und, ja, danach kamen, glaube ich, nochmal irgendwie so 5 Kills oder so, aber ich lasse das hier jetzt einfach mal euch noch ganz kurz hier im Ladescreen, weil, wie gesagt, ich habe nichts mehr zu sagen, ja. Hoffe, es hat euch gefallen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und ja, Freunde, haut's drin, bis zum nächsten Mal, euer Sanitäter. Tschüss.